Servus, hallo Z2X und willkommen zurück hier auf der großen Bühne in der Betonhalle und herzlich willkommen zurück auch an alle ZuschauerInnen im Stream. Ich bin Jakob, ich leite das Digitalressort bei Zeit Online und wir schreiben im Digitalressort über alles, was mit Technik und Internet zu tun hat, aber in letzter Zeit eigentlich vor allem über KI. Denn klar, einerseits Machine Learning, also das, was wir meistens KI nennen, gibt es schon länger. Die Technik entscheidet zum Beispiel, welches TikTok-Video uns wahrscheinlicherweise noch ein bisschen länger swipen lässt. Darum ging es ja quasi gerade. Aber seit Ende letzten Jahres ist alles nochmal irgendwie anders, denn ChatGPT ist da. Und seit ChatGPT da ist, ist KI-Hype. Seitdem ist da dieses Ding, das Texte schreiben kann, das programmieren kann, das auf alles irgendwie eine Antwort hat, auch wenn sie nicht immer stimmt, und das uns irgendwie zu verstehen scheint. Das ist krass. Aber ist es auch gut? Wird es uns helfen? Was droht, wenn die KI-Revolution schief geht? Und wie kriegen wir es hin, dass sie nicht schief geht? Oder nochmal anders, was darf KI? Darüber wollen wir heute hier sprechen, und zwar mit meinem Gast. Er ist Professor für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Er forscht zu Tech-Regulierung, zu nachhaltiger KI, zu Urheberrechtsfragen. Er berät das EU-Parlament zum geplanten KI-Gesetz. Er stammt wie ich aus Franken. Bitte begrüßt mit mir Philipp Hacker. Hallo Philipp. Hi, da muss ich jetzt auch Servus sagen, oder? Servus. Bitte schön. Hi. Philipp, du bist Professor, du gibst Interviews, du berätst Regierungen, Ministerien und wenn man auf deiner Webseite auf Publikationen klickt, dann öffnet sich eine Liste, die ist länger als die meisten meiner Publikationen. Wie viel lässt du dir eigentlich von ChatGPT helfen? Das werde ich hier natürlich nicht verraten. Nein, also das ist eine gute Frage und das ist wirklich erstaunlich. Ich nutze es mittlerweile so ein bisschen als Sparringspartner, wenn du so willst. Ja, also das funktioniert richtig gut, sowohl für meine eigene wissenschaftliche Arbeit, als auch andererseits im universitären Kontext, wenn ich jetzt mit Studenten was mache, eine Übung. Beispiel, wir hatten jetzt sogar neulich zwei Weltstars zu Gast aus dem englischsprachigen Ausland, ich sage jetzt mal nicht wer, und wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und haben uns überlegt, wir wollen vielleicht mal was schreiben über bestimmte Risiken bei ChatGPT und generativer KI und haben uns wirklich 2 Stunden Zeit genommen für so ein Brainstorming, ziemlich viele Bullet Points aufgeschrieben und da habe ich am Ende zum Spaß gesagt, so, hey, jetzt fragen wir einmal GPT-4, ja? Und da kamen tatsächlich 2 Sachen raus, an die wir einfach nicht gedacht hatten. Ja, weil vergisst ja immer irgendwas. Und klar, die haben wir auch noch aufgenommen. Und das ist schon spannend, weil erste Studien jetzt auch zeigen, dass gerade im Bereich Brainstorming und dann Rough Drafting, also so erster Entwurf, es wirklich ganz signifikante Performance-Schübe gibt. Und zwar witzigerweise und auch irgendwie erwartbarerweise, das ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich, für low-skilled persons, also für Leute, die von Hause aus jetzt nicht so viel Wissen oder sagen wir mal textliches Können, rhetorische Fähigkeiten mitbringen. Das heißt, in dem Sinne, wenn es gut genutzt wird, wirkt es auch so ein bisschen egalisierend. Merke ich auch in den Studienarbeiten von Studierenden, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, die dürfen bei mir auch KI nutzen. Die dürfen KI nutzen? Wie funktioniert das? Ja, also als ChatGPT dann auf einmal so hochging, ja, dann habe ich mir gedacht, was machen wir jetzt da unimäßig? Ich hatte gerade Hausarbeitsthemen mir überlegt. Und dann die ersten Unis in den USA haben ja auch schon gesagt, hier geblockt, ne, alles verboten, darf man nicht, ganz klar, wir machen jetzt nur noch mündliche Examen, habe ich gedacht, wie bescheuert, und dann handschriftlich möglichst. Ne? Also wenn ich meine eigene Handschrift sehe, dann möchte ich auch die der Studenten nicht korrigieren. Jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, ich forsche darüber, müssen wir sofort direkt reingehen und ganz klar das mitnehmen. Erstens, weil ich es persönlich spannend finde, da so eine Interaktion neu zu gestalten und zweitens, das ist, glaube ich, wirklich wichtig für Leute auch gerade in der Altersklasse, das ist eine der Key Future Skills. Ja, also ich glaube, wenn du jetzt ein CV schreibst, ich würde immer fragen, nicht nur steht da drin, ich kann Word, Excel und sonst was, PowerPoint, sondern kannst du GPT-4 oder was Ähnliches. Ja, das muss halt einfach drin sein. Und was wir gemacht haben, ist, ich mache mal so Gruppenübungen mit denen, 2 Gruppen. Eine sollten ChatGPT nutzen, die anderen Bing AI.
Und ich habe denen ein richtig schwieriges Thema gegeben. Die hatten 45 Minuten, um da draußen einen Aufsatz zu basteln, outline und möglichst weit kommen. Das Thema war Legal Implications of Quantum Computing, also rechtliche Implikationen von Quantencomputern. Das ist technisch und rechtlich hart schwierig. Und die haben in 45 Minuten noch was hingelegt, da habe ich mir mit den Ohren geschlackert. Das war wirklich erstaunlich gut. Man muss natürlich immer ganz genau gucken, ja, die Fakten sind teilweise richtig, teilweise halt auch komplett falsch. Man muss es immer gut checken, aber man kann damit eine ganze Menge anfangen. Okay, cool. Und also diese Welt, auf die du deine Studierenden ja auch vorbereitest, wo du jetzt gerade auch schon gesagt hast, da ist es so ein wichtiger Skill, weil es ja immer heißt, diese Welt wird von künstlicher Intelligenz durchdrungen sein, so wie unsere heutige Welt irgendwie von Smartphones oder dem Internet durchdrungen ist. Und das klingt manchmal wie eine Warnung, wenn Leute das sagen. Aber mich interessiert, bei welchem Lebensbereich denkst du, da wird es höchste Zeit, dass endlich die KI übernimmt oder zumindest hilft? Das ist auch eine gute Frage. Also die habe ich auch mal an GPT-4 gestellt, ehrlich gesagt. Ich habe mal gefragt, wofür sollte ich einen ChatGPT nutzen im Alltag und im Beruf? Und das Erste, was kam als Antwort, hat jemand eine Ahnung? Was kommt da als Erstes? Was könnte als Erstes kommen? Irgendwie eine Ahnung? Was würdest du sagen? Vielleicht. Genau, Fakten recherchieren. Und das ist natürlich auch kompletter Blödsinn. Ja? Also das ist wirklich das Allerdümmste, was man damit machen kann. Denn Fakten, weiß ja mittlerweile wahrscheinlich jeder, es halluziniert einfach hart. Ja? Also da werden einfach irgendwelche Sachen ausgespuckt über die Bergwacht in Mecklenburg-Vorpommern oder in Niedersachsen. Da gibt es ja auch Erhebungen mit 7 Meter Höhe. Also das macht wenig Sinn. Aber wo jetzt ganz im Ernst wirklich großer Bedarf besteht, glaube ich, und wirklich erhebliche Chancen sind, ist erstens im Bereich alles, was mit Arbeit zu tun hat, natürlich auch Personalauswahl, Personalentwicklung und dann ganz stark Medizin. Also ich komme aus einer Medizinerfamilie, meine Schwester ist Ärztin an einer Klinik, einer großen in Süddeutschland und ich habe mich gerade mit ihr darüber unterhalten, was die alles so gebrauchen könnten. Man weiß ja, es gibt jetzt schon KI-Programme, das ist keine generative KI, das ist sozusagen klassische neuronale Netze, die können besser Krebs erkennen als die besten Durchschnittsärzte sozusagen. Hier nicht weit entfernt ist ja der AI Campus, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein cooles Ding. Da gibt es eine Firma, die da angesiedelt ist, Vara, die machen Brustkrebs-Screening und sind halt wirklich besser als die meisten Ärzte, das ist gerade im Zulassungsprozess. Es kann halt leider nicht jede Frau bei den 2 Harvard-Spezialisten ihren Screen kriegen. Und da gerade auch in Entwicklungsländern Global South ist natürlich wahnsinnig viel Access-Frage. Du kannst aber auch in einem Klinikbetrieb sehr viel machen, indem du anfängst, Arztbriefe damit natürlich vorzudiktieren. Du kannst Workflow optimieren, Flagging machen. Ja, da kommt jetzt jemand rein oder liegt jemand auf Station, Syndrom, Fieber, Kurzatmigkeit und hoher Puls, hat mir meine Schwester gesagt. Das ist so eine sofort Warnzeichen Sepsis. Wenn du es vergisst und nur eine Stunde zu spät Antibiotikum gibst, kann er schon tot sein. Das kann halt mal passieren, wenn du gerade schon in der 25. Stunde des Dienstes bist. Und das ist, glaube ich, da ist ein wahnsinniges Potenzial. Gleichzeitig muss man da natürlich extrem aufpassen, weil die Daten natürlich hochsensibel sind. Das heißt, es ist auch ein hochregulierter Bereich, wo wir auch echt gucken müssen, dass das richtig gemacht wird. Klar, steht natürlich auch dann gerade in diesem Bereich einiges auf dem Spiel, wenn es schief geht. Bevor wir darüber sprechen, was alles auf dem Spiel steht und welche Risiken es gibt, vielleicht noch einen Aspekt, wo es uns auch helfen könnte. Du hast mir zur Vorbereitung einen noch nicht veröffentlichten Artikel von dir geschickt, in dem du schreibst, gerade auch bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen kann KI einen signifikanten Beitrag leisten. Wie sieht dieser Beitrag aus? Ja, also bei vielen großen Herausforderungen ist es ja tatsächlich so, dass wir Menschen uns daran so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Und da können schon neue Ideen helfen, da kann aber auch es helfen, bestehende Ideen besser umzusetzen. Beispiel, KI, da werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen, aber KI verbraucht ja auch relativ viel Ressourcen und gerade auch jegliche andere Form von Elektronik, Datenzentren zum Beispiel, sind wahnsinnige Strom- und Wasserfresser. Die brauchen also irre viel Wasser zur Kühlung. Ja. Und Google DeepMind hat dann mal versucht, mit KI diesen Kühlalgorithmus zu optimieren und haben da tatsächlich 40% Einsparung an sozusagen Wasser- und Energiekosten erreicht im Jahr 2016.
Und so kannst du da ganz viel machen. Du kannst Electric Grids sozusagen optimieren, gucken, dass sozusagen Sonnenenergie am besten, dass die Kulturen gut ausgerichtet sind, die Workload sozusagen in dem Netzwerk optimal ist. Du kannst gucken, zum Beispiel per KI Satellitenbilder abgleichen, gucken, wo eine Gefahr besteht, dass Wüste entsteht und anderes. Da ist ziemlich viel, was man machen kann. Andererseits, wie gesagt, die Klimakosten sind auch nicht ganz unerheblich. Ich würde mal kurz raten lassen, wenn ihr sozusagen, ich weiß nicht, gibt es einige, die vielleicht ChatGPT auch nutzen oder so, ja? So eine 20 bis 30 Fragen hin und her, weiß nicht, wie häufig ihr das macht, wie viel Langeweile ihr so zu Hause habt oder wie stark ihr euch beruflich mit beschäftigt, aber so ein mittellanger Dialog, wie viel Wasser verbraucht das? Schätzung, mal so. Eher so ein Glas, eher so ein Bierfass, eher so eine Mineralwasserflasche, eher so einen kleinen Shot. 5 Liter. Ein Dialog, okay, wir sind bei 5 Liter, jemand mehr oder weniger? 10 Liter, okay. 3. Okay, ist relativ hochgegriffen. Es verbraucht tatsächlich hier 500 Milliliter, wo ich aber, das ist keine Werbung, ja, also, wo aber tatsächlich man sich mal vorstellen muss, bei 100 Millionen oder mehr als 100 Millionen aktiven Nutzerinnen, geht das halt ganz schnell durch die Decke. Ja, und das ist dann natürlich teilweise auch gerade in Regionen, wo es ohnehin nicht so viel Wasser gibt. Wasser ist eine der kostbarsten Ressourcen, wird zunehmend knapper, wissen wir jetzt auch hier in Berlin und Umgebung. Und insofern, das hat wirklich ganz massive Folgen, die muss man sich auch immer vor Augen führen. Und deshalb auch daran müssen wir ganz stark arbeiten, um diese Kosten runterzukriegen. Darin zeigt sich ja schon so ein bisschen, es verbraucht Ressourcen, es kann uns aber auch dabei helfen, sie effizienter einzusetzen. Jetzt direkt mal nach 5 Minuten Gespräch unterm Strich. Bist du KI-Optimist? Macht KI die Welt zu einem besseren Ort? Ja, glaube ich schon. Aber nur dann, wenn sie vertrauenswürdig und nachhaltig designt wird. Ja, und daran arbeiten wir. Ich bin ja eigentlich Rechtswissenschaftler mit verschiedenen Teams, interdisziplinären Teams, um eben sicherzustellen, dass die Leute damit nicht irgendwelchen Blödsinn machen oder nicht nur Ballerspiele spielen und damit Ressourcen verballern, sondern am Ende des Tages ist es halt für sozial sinnvolle Sachen eingesetzt und zwar in einer Weise, die sozusagen die Grundrechte und die anderen legitimen Interessen der betroffenen Personen auch möglichst gut schützt. Und um jetzt mal so ein bisschen so die Pfosten abzustecken, wie weit würdest du da mit deinem Optimismus gehen? Also gerade wenn man so mit Leuten aus den USA spricht, Sam Altman, der Chef von OpenAI zum Beispiel, der sagt, oder er schreibt, die Zukunft durch KI könnte almost unimaginably great werden, also unvorstellbar großartig. Ich will es nicht vorgreifen, mir scheint es ein bisschen hochgegriffen, was sagst du? Das ist natürlich stark untertrieben. Ja, also, was soll man sagen? Ja, also, was soll der Sam auch sonst sagen? Ja, der will ja ein Produkt verkaufen. Auf der anderen Seite ist er ja auch einer derjenigen, die Briefe unterschreiben, wo drin steht, dass man daran möglichst nicht weiterforschen soll, weil die Menschheit daran zugrunde gehen könnte. Es ist natürlich so, jede Technologie kommt mit gewissen Risiken. Das ist schon bei der Erfindung des Rades so gewesen. Ja, ich kann natürlich mit einem Karren auch jemanden überfahren, logisch. Das ist bei moderner Technik nicht anders. Aber ich würde schon sagen, ich bin da relativ optimistisch dahingehend, dass ich viele Leute kenne, die das wirklich aus Überzeugung versuchen, für was Gutes einzusetzen. Gleichzeitig muss man realistisch bleiben, das sind sehr potente Systeme, die zunehmend einfacher zu bedienen sind, auch von Laien, von Leuten, die wirklich vom Programmieren keine Ahnung haben sozusagen. Und das bedeutet, dass letztlich diese Personen, mit welchen Interessen und Motivationen sie auch immer dahin kommen, ein sehr potentes Mittel an die Hand bekommen. Also ich vergleiche das gerne damit, wenn das so Open Source, jetzt mal, wir gehen nochmal, sagen wir mal 2 Jahre in die Zukunft, ja, wir sind ja gerade an Tag 1, wenn man so will, der KI-Revolution, gehen nochmal 2 Jahre in die Zukunft, wenn wir dann GPT-4, 5, 6 haben, ja, und das Ganze Open Source gestellt wird, das ist im Grunde so ein bisschen wie wenn du so AR-15 Attack Rifles, Assault Rifles auf der Straße kaufen kannst. Warum? Weil du damit natürlich auch ganz massiv Disruption produzieren kannst. Du kannst natürlich versuchen, damit Cyber-Attacks und anderes zu machen. Deshalb müssen wir da Vorkehrungen treffen, dass diese besonders potenten Systeme eben vielleicht nicht ganz frei verfügbar sind. Also insofern Open Source ist da durchaus so ein bisschen zwiespältig zu sehen, glaube ich. Aber ich glaube doch, und das zeigt sich ja auch jetzt schon in vielen Studien und da, wo es eingesetzt wird, gerade in den Bereichen, die wir genannt haben, aber auch Verkehr, Bildung, ja, überall da, wo halt Menschen häufig leider Fehler machen oder zu wenig da sind, Stichwort Fachkräftemangel, da brauchen wir ganz massiv mehr. Okay, der Sturmgewehrvergleich ist natürlich auch schon eine relativ große Schublade. Auch da, so Sam Altman und Konsorten, die
vergleichen, ziehen oft so einen Vergleich zur Atomkraft. Findest du den hilfreich? Nee, den finde ich wirklich nicht hilfreich. Also im weitesten Sinne ja, weil die Atomkraft natürlich erstmal Strom liefert, also was Positives hat, gleichzeitig ganz erhebliche Gefahren mit sich bringt. Das Problem ist, dass es suggeriert, dass man mit ähnlichen Kontrollmechanismen dem Herr werden könnte. Also was haben wir bei Atomkraft? Wir haben so eine Art Non-Proliferation Agreement. Ja, man darf nicht einfach so Plutonium mit sich rumschleppen und irgendwie weiterverkaufen. Das ist aber auch deshalb schwierig, weil es sehr schwierig ist, Plutonium sozusagen herzustellen. Also jedenfalls solche, dass man nutzen kann für Atomwaffen oder ähnliches. Und wenn man das mit sich rumschleppt, dann wird man halt einfach sehr schnell sterben. Das ist natürlich bei einer KI ganz anders. Ja, die kann ich sofort replizieren. Die kann ich auf so einem kleinen System wie so einem Smartphone mit mir rumtragen. Und insofern sind die Bedingungen ganz, ganz anders, wenn wir uns darüber unterhalten, wie sollten die, was sind sozusagen die Choke Points, wie kann man dafür sorgen, dass hier in natürlicher Weise oder in artifizieller Weise eigentlich diese Teile nicht völlig durchdrehen oder ganz weite Verbreitung finden in den Händen von Leuten, denen wir dazu eigentlich keinen Zugang ermöglichen wollen. Das heißt, wir müssen über ganz andere Sachen nachdenken, nämlich über sowas wie Chipproduktion. Das sind sozusagen die Bottlenecks. Ja? Chipproduktion, Compute Power, also ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, oh, ich trainiere jetzt gerade mal mein eigenes neuronales Netz, dann müsste ich mir erstmal Zugang zu einem Supercomputer besorgen. Ist relativ schwierig. Also Chipproduktion, das und dann letztlich natürlich kann man auch noch gucken, dass man die CO2-Kosten einpreist, dann wird es auch relativ teuer, so ein Ding zu produzieren. Genau, wir sind jetzt sozusagen schon so langsam, arbeiten wir uns vor, so in Richtung, welche Gefahren es gibt und welche Probleme es gibt und wie man sie löst. Um vielleicht mal so einige der potenziellen Gefahren auch konkret zu machen. Eine Sache, vor der du auch in Artikeln immer wieder warnst, ist, ich sag mal allgemein, toxische Inhalte. Also dass Chatbots wie ChatGPT zum Beispiel Hass oder Desinformation ausspucken und dafür dann auch genutzt werden. Und was ich mich dabei immer frage, es ist oder war ja auch ohne KI-Tools schon möglich, sich Lügen auszudenken und hasserfüllte Texte zu schreiben. Man muss da nur einmal das Internet aufmachen, dann sieht man den Beweis. Wird das durch KI wirklich so viel schlimmer? Also wissenschaftliche Studien dazu kenne ich jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Aber das ist natürlich auch schwer zu testen, weil wir einfach keine Möglichkeiten haben, verlässlich festzustellen, ob Texte KI generiert sind oder nicht. Die Studierenden unter euch haben jetzt natürlich nicht zugehört. Wir haben da ganz tolle Systeme bei uns an der Uni und wenn ihr das macht, ohne es anzugeben, dann gibt es richtig Ärger. Es ist tatsächlich so, dass da sehr hohe Falsch-Positiv-Raten sind. Deshalb ist es sehr schwer, das sozusagen im Feld zu untersuchen. Aber es gibt Experimente, die gemacht wurden, zum Beispiel von den Leuten von Streitgut. Die haben mal die haben ChatGPT genommen und haben einen sogenannten Jailbreak reingeworfen. Das heißt, es gibt Prompts, also sozusagen Eingaben, die so gestrickt sind, dass sie die eigentlich vorhandenen Abwehrsysteme außer Kraft setzen. Deshalb Jailbreak. Und dann spuckt das Teil was aus, was es eigentlich nicht ausspucken soll. Also ganz simples Beispiel, ich kann jetzt keinen Dialog typischerweise zwischen Hitler und Goebbels generieren, aber dann kann ich halt sagen, ich muss noch dieses Theaterstück schreiben und da fehlt mir noch diese eine Figur, die ist so ähnlich wie und so. Ne? Und meine Oma hat immer Geschichten erzählt, so und so. Naja, das ist jetzt auch noch nicht zu viel verraten, glaube ich, das kann man so vor dem Internet leichter recherchieren. Und was die dann gemacht haben, ist zu sagen, okay, gib mir mal so einen schönen Shitstorm, aber richtig gut formuliert und dann noch gleich den Code dazu, um den maximal zu proliferieren. Und das hat das Ding dann ausgespuckt und das ist schon eine neue Qualität. Ja, ich muss halt sehr viel weniger händisch machen und ich kann die Tonlage perfekt bestimmen. Heutzutage ist ja häufig so, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, Klimaleugner irgendwelchen Unsinn verbreiten, das lässt sich ja manchmal auch schnell dadurch enttarnen, dass es einfach erstens viele Rechtschreibfehler hat und auch zweitens sonst völlig inkohärent ist. Das fällt jetzt alles weg. Man kann sozusagen automatisiert Massen produzieren und massenhaft verbreiten lassen. Und das ist schon eine neue Qualität. Da müssen wir uns auf einiges einstellen. Bin jetzt mal gespannt auf den amerikanischen Wahlkampf. Und wie lösen wir denn dieses Problem? Ist das eine technische Frage? Nein, es sind eigentlich nie nur technische Fragen, würde ich sagen. Es sind immer Fragen, die eine technische Komponente haben, die aber eine ganz stark normative politische Dimension haben. Was wir, glaube ich, machen müssen, ist, dass wir einerseits schauen, dass in technischer Hinsicht wirklich daran gearbeitet wird, diese Systeme, die filtern, die sozusagen versuchen, bestimmte Inhalte erstmal rauszunehmen, schon ab initio, dass die besser werden. Daran arbeiten die auch ziemlich stark. Viele Unternehmen, OpenAI und so weiter, weil die selber typischerweise auch kein Interesse daran haben, dass sowas rauskommt. Andererseits wissen wir ja auch, dass der gute Herr Musk
ein Truth-GPT starten will. Und wer auch immer das braucht, ja, und das soll dann natürlich völlig ohne Content Moderation auskommen, weil es geht ja um freie Rede und so, ja, die Ironie war öffentlich gut spürbar. Und um solche Akteure, solche Rogue Actors sozusagen, dann in der EU zumindest und möglichst global, um denen Einhalt zu gebieten, brauchen wir meiner Ansicht nach rechtliche Nachschärfungen, die darin bestehen können, dass man sagt, okay, es gibt ja jetzt schon Regeln für soziale Netzwerke. Ja, wenn jetzt jemand auf Twitter geht und irgendeinen Mist postet, irgendeinen Hate Speech, dann kann das geflaggt werden, dann nimmt Twitter das runter am Ende des Tages, hoffentlich. Jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil das ganze Content Moderation Team von Musk entlassen wurde. Aber theoretisch sollte das so sein, nach dem DSA, Digital Services Act, und das könnte man eben so auch für ChatGPT und andere generative KI-Systeme vorsehen, ja, dass auch dezentral geprüft werden kann, dass Nutzende, so wie ihr gewissermaßen, auch was ausprobieren können, sehen, oh Mist, da kommt jetzt aber tatsächlich der Bau einer Rizinbombe raus, schicke ich das dann OpenAI und dann haben die genau einen Tag, um das, oder sagen wir zwei Tage, um das zu fixen, ansonsten müssen wir das Ding erstmal runternehmen und müssen daran arbeiten. In Europa wird ja an einem Gesetz gearbeitet, das möglicherweise dann solche Dinge auch beinhaltet. In den USA scheint es noch in weiter Ferne. Die großen KI-Unternehmen allerdings, also OpenAI, Google, Anthropic und so weiter, haben sich jetzt ja vor kurzem selbst so Regeln auferlegt. Und tatsächlich haben ja einige dieser Firmen auch so Abteilungen, die Alignment machen, also die irgendwie daran arbeiten, dass eben zum Beispiel ChatGPT keine Bombenbauanleitungen von sich gibt. Wie groß ist denn dein Vertrauen in die Konzerne? grenzenlos würde Sam Altman sagen. Unimaginably infinite. Nein, also ich glaube, es ist tatsächlich so, ich spreche auch tatsächlich öfters mit Leuten aus den Konzernen, das sind zum großen Teil, würde ich sagen, tatsächlich Leute, die, denen es schon am Herzen liegt, Dinge zu bauen, die keinen Schaden anrichten. Das glaube ich schon. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer so, dass ein Produkt auch irgendwo verkauft werden muss, auch klar. Das heißt, die Regulierten zu Regulierern zu machen, ist ja ungefähr so gut wie sozusagen den Richter auch noch zum Ankläger zu machen. Das funktioniert in der Geschichte meistens nicht so gut. Deshalb würde ich sagen, das, was jetzt Biden gemacht hat, zum Beispiel im White House, dass er Selbstregulierung veranlasst hat, das kann wirklich nur ein erster Schritt sein. Das ist besser als nichts und tatsächlich tun die sich auch zusammen und tauschen sich da ganz viel aus, gerade auch in wirklich also Hardcore-Bereichen, so wie CSAM, ja, so Child Sexual Abuse Material und so, da gibt es wirklich Initiativen auch zwischen den Großen, die da wirklich viel machen, was ja auch sehr, sehr sinnvoll ist. Aber gleichzeitig kann das eben immer nur ein Anfang sein, denn die Geschichte Selbstregulierung zeigt leider, dass es häufig das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben wurde. Deshalb würde ich sagen, es macht Sinn, die mit ins Boot zu holen. Am Ende muss es ja auch umgesetzt werden, aber das muss dann halt auch in entsprechend durchsetzbare rechtliche Regeln gegossen werden, sodass, wenn jemand am Ende des Tages da nicht mitmacht, dass der oder die dann eben gezwungen werden kann. Durchsetzbare rechtliche Regeln. Daran arbeitet das EU-Parlament oder die EU. Ja, gerade der AI Act, das KI-Gesetz, ist irgendwie in der Mache. Können Parlamente, kann die Politik überhaupt sinnvolle Gesetze finden für eine Technologie, die sich so schnell weiterentwickelt? Die wussten ja irgendwie vor einem Jahr noch gar nicht, dass ChatGPT kommen wird. Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, man hatte sich sehr lange auf den AI Act vorbereitet, da auch wirklich gut vorbereitet. Ich meine, das sind ja auch wirklich keine dummen Menschen, die in der Kommission arbeiten. Und der war dann schon fast sozusagen im Bahnhof und dann kam von der Seite sozusagen so eine Abrissbirne, bams, und hat den einfach komplett aus der Spur gehauen. Das war halt ChatGPT. Denn da musste jetzt alles nochmal neu gedacht werden, sozusagen, oder vieles. Und das Parlament hat sich relativ viel Zeit genommen und hat dann über ein halbes Jahr dann nochmal beraten, um da keine absoluten Schnellschüsse hinzulegen. Und sie haben eigentlich ganz gute Arbeit geleistet, finde ich. Also es gibt durchaus sehr sinnvolle auch Ansätze im AI-Act. Ich würde sagen, einiges kann man noch verbessern. Ich will jetzt noch nicht so sehr in die Details gehen, gerne zu auch mehr in der Diskussion oder später. Die Frage war ja eher, man hat diese Ungleichzeitigkeit. Alles entwickelt sich wahnsinnig schnell und das Recht gefühlt ist immer irgendwie hinten dran. Aber da gibt es schon gewisse Mechanismen. Also das eine ist, es gibt so eine Art Generalklauseln, die sind halt von sich aus
kann unterschiedlich ausgelegt werden. Ja? Sowas wie die Daten, müssen, die, auf denen trainiert wird, die müssen sozusagen hinreichend repräsentativ sein. Ja? Das kann dann von Fall zu Fall anders gelesen werden von den Gerichten. Und es ist auch so, dass nicht jedes Gesetz dann wieder komplett durch den ganzen Prozess durch muss, sondern dass vieles erstmal sozusagen in Grundsätzen festgehalten wird auf einer ersten Ebene und auf einer zweiten Ebene dann technisch ausbuchstabiert wird und in sogenannten Standards festgehalten wird. Da steht dann halt recht genau drin, im Bereich Arbeitsrecht, bei Vorstellungsgesprächen muss die zum Beispiel nicht die Diskriminierungsquote nach der und der Metrik bei mindestens 9,95 sein. So. Das kann man machen und da kann man halt recht schnell anpassen. Kann man sagen, nee, die Metrik ist jetzt veraltet, jetzt nehmen wir nicht mehr Disparity Measure, jetzt nehmen wir Conditional Demographic Parity oder so und wir passen die Zahlen an und das kann dann sozusagen auf eher technischer Ebene schneller geschehen. Da gibt es dann so Ausschüsse. Sowas ist also schon möglich und das macht auch Sinn, weil das halt sozusagen die Übersetzung ist dieser sehr abstrakten Regeln, sowas wie Menschenwürde muss geachtet werden, aber da sagt sich der Machine Learner oder die Machine Learnerin vom Computer halt, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und da musst du halt dann das sozusagen runterbrechen auf eine Ebene, die letztlich ein Informatiker, eine Informatikerin versteht. Das versuchen diese Standards und die kann man dann auch relativ schnell wieder versuchen zu ändern. Man merkt, du bist sehr tief in diesem Thema. Du bist vielleicht einer der Experten für den AI Act in Deutschland. Wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen und also mal so ganz grob wieder, um ein bisschen, ne, ist ja das Ziel oder muss das Ziel ja sein, Regeln zu erlassen, die Risiken, die wir besprochen haben, minimieren und gleichzeitig aber den Fortschritt nicht zu sehr aufhalten und es irgendwie tot regulieren. Und sind wir denn da auf einem guten Weg? Jein. Also auf der einen Seite würde ich sagen, ist es schon so, dass der AI Act vom Grundsatz her einen sinnvollen Aufbau hat. Der sagt nämlich, nur dann wird KI hart reguliert, wenn es auch in einem Bereich eingesetzt wird, der Hochrisiko ist. Also sowas eben wie Medizin, wie alles, was mit Arbeit zu tun hat, gerade Bewerbungsgespräche und sowas. Ja? Oder heftige Maschinen oder Kreditscoring oder Insurance, also Versicherungswesen und so, wo es wirklich um viel geht sozusagen. Und dann natürlich alles, was so Verwaltung ist, Gerichtsbarkeit und sowas. Das macht eigentlich Sinn, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt einfach nur eine Geburtstagskarte schreiben will mit ChatGPT, dann brauche ich das nicht überregulieren, weil am Ende des Tages, wenn die schlecht ist, naja, dann entweder schicke ich sie nicht ab oder sonst bin ich halt irgendwie, habe ich mich lächerlich gemacht oder auch nicht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber ich glaube, wir müssen doch an zwei, drei Sachen noch ein bisschen nachsteuern. Das erste ist natürlich mal die Definition KI. Ne? Was ist überhaupt KI? Dass das klar gefasst ist. Und das ist super schwierig. Denn wenn man mit Informatikerinnen und Informatikern spricht, wissen auch die das nicht, ja, oder sind sich nicht einig. Was ist KI? Kurze Frage, was ist KI? Hat jemand eine Ahnung? Sind noch hier alle an KI interessiert offenbar? Künstliche Intelligenz, richtig, das ist richtig, ja, und was ist jetzt künstlich? Das ist eine hervorragende Antwort. Und was ist jetzt künstliche Intelligenz? Ungefähr. Statistik. Ah, guter Punkt. Ja, ist eigentlich, wenn man so will, viel angewandte Statistik dabei. Ja. Also die meisten würden auf so einer auf so einer High-Level-Ebene sagen, es sind eigentlich Programme, die menschliches Denken oder Verhalten imitieren oder rationales Denken oder Verhalten. Und was heißt das jetzt im Einzelnen? Naja, es sind so Machine-Learning-Modelle, aber da sitzt wirklich der Teufel im Detail. Und wenn man das rechtlich regulieren will, dann muss man natürlich eine sehr klare Vorstellung haben davon, was man davon erfassen will und was nicht. Momentan ist es so, dass die Definition so offen ist, dass es eigentlich mehr ein Software Act ist, sodass auch einfachere Formen von Software, wo jetzt eigentlich KI-Leute sagen würden, sorry, aber das ist doch keine KI, auch davon erfasst sind. Das Zweite, was problematisch ist, ist, es gibt so ein Risikomanagementsystem. Das kommt eigentlich aus dem Bankenbereich, Bankenkrise, ja, kennt man, Bums, alles Lehman, irgendwie alle Banken platt. Dann hat man gesagt, guck mal Leute, ihr müsst jetzt mal ein bisschen neu denken, ihr müsst sozusagen da richtige Monitoring-Systeme einführen, dass eure Modelle sozusagen zum Beispiel auch so seltene Risiken mit einpreisen. Das hat man jetzt übernommen, will man übernehmen für KI. Problem dabei, diese neuen potenten Modelle, Foundation Models nennt man die ja auch, sowas wie ChatGPT, die können eben für alle möglichen Sachen eingesetzt werden. Wenn ich jetzt als Entwickler von so einem Modell, und es gibt ja auch in Deutschland welche, Aleph Alpha zum Beispiel in Heidelberg, Nionic hier in Berlin, Mistral in Frankreich, das sind aber kleine Unternehmen, ja, verhältnismäßig kleine, wenn ich da so ein Modell entwickeln will, dann kann ich jetzt schlecht ab initio sozusagen alle wirklich 1 Million Einsatzszenarien durchspielen und für alle diese 1 Million hypothetischen Szenarien jeweils
Risikomanagementpläne aufstellen. Das ist halt irre viel und kostet irre viel Geld. Google sagt, okay, ist mir wurscht, ja, ich nehme jetzt einfach 10 Millionen, 5 Millionen gehen an die Techies, 5 Millionen an die Anwälte, bums, Problem gelöst, wenn nicht, gehen wir vor Gericht. Das können die halt nicht, wenn die gerade irgendwie 20 Millionen eingesammelt haben. Das heißt, das ist ein Problem, da muss man gucken, dass dieses Risikomanagement wirklich in den Anwendungen passiert. Wenn es in Medizin angewandt wird, dann muss man halt spezifisch aus dem Medizinfall Risikomanagement machen. Wenn es im Personalwesen angewandt wird, dann dafür. So, das sind so ein paar Sachen. Dann noch die Klimasache. Ja, also das muss auch noch meiner Ansicht nach ganz dringend rein. Und die Frage eben nach Hate Speech. Da muss auch noch nachgeschärft werden. Aber wenn man da richtig fokussiert, glaube ich, dann kann schon was draus werden, dahingehend, dass man sagt, okay, Dinge, die in Europa eingesetzt werden, die sollen eben einen gewissen Standard haben. Wir wollen ja Innovation nicht um der Innovation willen, sondern weil wir am Ende was sozial Nützliches davon haben wollen. Und dafür gibt es halt bestimmte Rahmenbedingungen. Und jetzt bring uns doch nochmal auf Stand, wo steht der AI Act für alle, die nicht jeden Tag Politiker lesen? Ja, also ich gehe mal davon aus, hier lesen alle jeden Tag Zeit online. Falls jemand da ist. Aber falls der andere sich hier doch reingeschlichen hat, okay. Also es ist so, auf europäischer Ebene gibt es so ähnlich wie in Deutschland so ein bisschen ein Gesetzgebungsverfahren, das mehrere Akteure beinhaltet. Es gibt immer einen Vorschlag, den macht die Europäische Kommission. Der ist im April 2021 gemacht worden. Da war noch nichts zu ChatGPT drin, also nichts Spezifisches. Dann geht der Vorschlag an die zwei Hauptlegislativorgane. Das ist nämlich einerseits der Rat der Europäischen Union, das ist so ein bisschen wie der Bundesrat, da sind die ganzen Mitgliedstaaten drin, und andererseits ans Europäische Parlament. Die beiden haben jetzt ihre Positionen dazu abgegeben, haben sozusagen gesagt, unserer Meinung nach sollte man das und das und das ändern. Das Europäische Parlament jetzt im Juni, mit denen war ich da auch relativ eng im Austausch, und die haben eben jetzt auch relativ viel dazu ChatGPT und generativer KI mit reingenommen, auch ein bisschen zu Fragen des Urheberrechts. Und jetzt geht das los, ich nenne es immer den großen Bazar, es heißt offiziell eigentlich Trilog. Ja? Da sind also alle drei, Kommission, Rat und Parlament zusammen, aber hinter verschlossenen Türen, und tüfteln irgendwie eine Version aus, mit der alle leben können, weil am Ende ja sowohl Parlament als auch Rat zustimmen müssen. Und das wird hoffentlich ungefähr an Weihnachten rauskommen. Dann wird ungefähr im Frühling die Version im Amtsblatt stehen und ungefähr zwei Jahre später, also ungefähr Frühling, Sommer 2026 anwendbar sein. So. Alles klar? Und das fragen wir jetzt ab. Genau. Das nicht, aber wir könnten hier jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber ihr habt sicher auch Fragen an Philipp. Und die sollt ihr jetzt stellen dürfen. Ihr kennt das Prozedere vielleicht schon, wenn ihr vorhin schon bei Sessions hier in dieser Betonhalle wart. Wir haben Mikrofonwürfel, sie sind blau und grün. Und wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch oder steht auf. Und hier gibt's noch dann werden unsere HelferInnen euch einen dieser Würfel zuwerfen. Ah ja, stimmt, wir haben die Ehre, den ersten Würfel zu werfen. Wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch jetzt. Hier vorne zum Beispiel. Willst du schmeißen? Du mit dem. Ich schmeiße. Möchtest du schmeißen? Ich schmeiße. Ja, ich muss dann auch noch einen schmeißen. Es kann nichts passieren, die tun nicht weh. So, sag doch deinen Namen kurz und dann deine Frage. Ja, hi, ich bin Tanja, ich bin Medizinstudentin aus Heidelberg und ich forsche tatsächlich zum Thema Brustkrebs und KI. Und das war, glaube ich, auch relativ zu Beginn direkt das Thema. Und da wollte ich fragen, was da jetzt das Startup in Berlin war, was da zu forscht. Und denken Sie, dass Startups der bessere Weg sind, um irgendwie Technologien auf den Weg zu bringen? Oder ob das die Forschung auch stemmen kann, also so akademische Forschung? Oh, super Fragen. Können es gern duzen hier. Also. Ja, also erstmal, der Name des Startups ist Vara, V-A-R-A. Und gibt noch eine Reihe anderer auch, deren Namen ich jetzt gerade nicht parat habe. Es gibt natürlich auch Google, die was im Bereich Medizin machen. Ich persönlich glaube, dass es sinnvoll ist, einen guten Mix zu haben. Natürlich, ich komme ja aus der Wissenschaft, wäre es eigentlich sehr schön, wenn wir noch deutlich mehr Forschung an der Uni hätten. Die Uni ist ja dem öffentlichen Interesse verpflichtet. Das sind viele Startups auch, aber das muss nicht notwendig so sein. Natürlich sind die erstmal auch ihren Investorinnen und Investoren verpflichtet. Trotzdem ist es schon so, dass momentan Spitzenforschung im Bereich KI, das weißt du wahrscheinlich selber, im Wesentlichen in Unternehmen stattfindet.
Ich bin öfters bei DeepMind in London, die haben da 1500 Leute. Das kann keine Uni, die nur Machine Learning machen, ja, und das sind die Besten, die können natürlich einfach 10-mal so viel zahlen wie jede Uni. Machen wir uns nichts vor, das ist sehr schwer einzuholen. Ja. Das ist aber trotzdem ein Problem, weil dadurch natürlich einzelne Unternehmen relativ viel Möglichkeit bekommen, sozusagen eine Forschungsagenda vorzugeben. Und gleichzeitig ist es auch so, das sieht man ja auch an Google so ganz gut, dass auch gerade die großen Player nicht immer diejenigen sind, die immer innovativsten sind. Also mit gewisser Berechnung kann man ja auch sagen, dass Google gerade diesen generativen KI-Hype so ein bisschen verschlafen hat. Weil natürlich innerhalb von Google doch die Prozesse dann auch manchmal so ein bisschen behördlich sind. Also Google hat, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, im Jahr 2017 den Transformer erfunden. Ja, das war ein Team von, ich glaube, 10 Leuten. Der Transformer ist die Modellarchitektur, auf der jetzt ChatGPT und alles andere basiert. Aber niemand von denen, die das erfunden haben, arbeitet noch bei Google. Die sind jetzt alle in kleinen Startups, weil das viel agiler ist. Häufig ist es halt so, dass wirklich sehr gute Ideen entweder aus großen Firmen, aber auch häufig aus Startups kommen und dann werden die sozusagen ein bisschen hochgebracht und dann, um es richtig zu skalieren, werden die dann häufig an größere Firmen verkauft. Idealerweise kommt sowas aus der Uni. Am AI-Campus gibt es auch KIEZ, heißen die, K-I-E-Z. Das ist zum Beispiel die Transferstelle von den Berliner Unis. Wenn man also sozusagen an der Uni ist und gerne jetzt was gründen will, dann kann man das da machen, kann man da hingehen. Die haben Beratung und so weiter. Das ist ziemlich cool, finde ich. Davon bräuchten wir dringend noch mehr. Aber realistischerweise muss man sagen, ja, also selbst ja, große Zentren, selbst HPI, Hasso-Plattner-Institut, die wirklich sehr gut ausgestattet sind, aber die haben 33 Professoren oder so, gegen DeepMind 1500, das ist echt hart anzukommen. Dankeschön für die Frage. Hier, es gibt weitere Fragen, dann nehmen wir doch mal dich mit dem schwarzen Pullover und ihr könnt jetzt das Mikrofon einfach hin und her werfen. Steh doch am besten auf und sag, wer du bist. Hi, ich bin Felix. Ich wollte fragen, wie lange haben wir noch bis zur generellen künstlichen Intelligenz und was sind die drei Dinge, die wir tun müssen, um uns darauf vorzubereiten? Sehr gut. Wir haben damit gerechnet, dass die AGI dann aus dem Publikum kommt. Danke für die Frage. Ja, ich würde sagen ungefähr 1 Jahr, 3 Monate und 2 Tage. Und falls das falsch sein sollte, dann hat mich vorhin meine Prä-AGI angelogen. Nein, also wir wissen es natürlich tatsächlich nicht. Erstmal, was ist überhaupt AGI, also Artificial General Intelligence, für all diejenigen, die nicht so tief drin sind. Bisher ist es ja so, dass künstliche Intelligenz sehr gut ist in einzelnen Dingen. Ja? Brustkrebs erkennen, irgendwie Lebensläufe bewerten. Manche sind gut, manche sind weniger gut. Ja? Also nicht die Lebensläufe, sondern manche KI-Systeme. Und zunehmend ist es jetzt so, dass die KI in der Lage ist, mehrere Sachen zu machen. Man nennt das dann teilweise auch General-Purpose AI Systems oder eben Foundation Models. Die können dann Texte generieren, Texte zusammenfassen, die können dann auch vielleicht noch Bilder bebildern und so weiter. Man sieht, immer mehr kann in einem System gemacht werden. Ja, M4T, jetzt gerade released von Meta, kann sozusagen ganz viel Speech-to-Text, Text-to-Text, Translation, Speech-to-Speech, bla bla, alles Mögliche, alles in einer Engine. So, und die Frage ist, haben wir irgendwann ein System, das so viele Sachen kann, dass es eigentlich generell so gut ist wie ein Mensch oder sogar besser bei praktisch allem, was relevant ist, sagen wir mal. Ja? Und also was für so Wissensproduktion und ähnliches relevant ist. Das wäre dann Artificial General Intelligence. Und da macht man sich drüber Gedanken, wollen wir das überhaupt? Und wenn ja, was passiert dann? Es gibt da so ganz unterschiedliche Lager. Ich will mich nicht festlegen, wann es das genau gibt, außer dass ich ja schon gesagt habe, dass es 1 Jahr, 3 Monate, 2 Tage sind. Es ist definitiv was, wo wir jetzt deutlich näher hingekommen sind. Viele der auch wirklichen Gründer der KI-Bewegung, die auch den Turing Award bekommen haben, das ist so der Nobelpreis der Informatik, Joshua Bangio, Jeffrey Hinton, genau, und andere, die haben ja gesagt, sie hätten damit nicht gerechnet, dass es so schnell geht, haben jetzt teilweise auch ihre Posten verlassen, ja, und warnen jetzt davor, dass sozusagen existenzielle Gefahren auftreten können. Was müssen wir machen? Sehr gute Frage. Also ich glaube, das erste Mal, was wir machen müssen, ist tatsächlich ein sehr rigoroses, auch regulatorisch unterfüttertes Testsystem aufzubauen. Das ist das, was der AI Act eigentlich auch macht. Du musst jetzt, wenn du besonders potente Modelle baust, musst du die eben sehr gut testen darauf, welche Fähigkeiten haben die, welchen Mist können die auch anstellen. Das Zweite ist, dass man sagt, okay, gerade bei besonders potenten Modellen brauchen wir intelligente Formen des Release, wie man sagt, also der Veröffentlichung.
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Es gibt entweder am einen Ende gibt es Open Source, einfach alles raus in die Welt. Am anderen Ende gibt es so einen ganz moderierten Access, da dürfen nur ein paar Forscherinnen und Forscher dran forschen. Und dazwischen gibt es alles Mögliche. ChatGPT, habt ihr vielleicht schon gemerkt, kann man nicht auf sein Handy runterladen. Ja, das geht über eine API, also über eine Schnittstelle. Eigentlich ist es sogar noch stärker reguliert. Du kannst damit nicht alles machen, nennt man häufig auch Hosted Access. Das heißt, solche Formen der Zugangsbegrenzung, wo man dann eben auch gerade diese Content Moderation Systeme und andere Filter draufpacken kann, die sind ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, tatsächlich AI Literacy. Ja? Dass wir also gucken, dass die Leute, deswegen sind wir ja hoffentlich auch alle hier, dass man sozusagen besser versteht, worum es hier eigentlich geht, die Gefahren besser einschätzen kann und dann am Ende sozusagen auch für Maßnahmen votiert in Wahlen, die sinnvoll diese Probleme adressieren, sodass wir am Ende eben nicht irgendwas mal so spaßig zu Testzwecken irgendwie an große Ressourcen anschließen und sich das möglichst auch noch ins Internet gehen lassen. Ja, also das ist noch vielleicht was Viertes, sehr Wichtiges, dass man da eine Beschränkung hat, dass man solche potenten Systeme nicht ausstattet, ohne sehr, sehr viel getestet zu haben, mit Ressourcen, mit Internetzugang. Denn dann können die sich halt tatsächlich selbst sehr schnell wohin kopieren. Dann ist sozusagen die Katze aus dem Sack. Und wenn sie dann auch noch Ressourcen haben, können sie natürlich versuchen, irgendwie andere Menschen oder andere Maschinen zu bestechen sozusagen. Dann können wir langsam in Bereiche kommen, wo es auch mal heiß werden kann. Ich schließe mal ganz kurz eine Nachfrage an. Ja. Hinden und Benji und so, ja. die machen ja so Szenarien oft, die auch total an Science-Fiction-Terminator-Szenarien erinnern. Also, dass die KI so richtig ausbricht und sich gegen uns erhebt oder dass wir sowas übersehen und dann aus Versehen irgendwie die KI die Menschheit auslöscht. Und unter KI-Forschern oder Leuten aus den Unternehmen ist es jetzt ja gerade so ein bisschen in sein Pi in Klammern Doom, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass KI uns alle auslöscht, anzugeben. Hast du ein Pi-Doom? Ja, also der ist bei mir so, würde ich sagen, unter dem Pi tödlicher Unfall auf der Autobahn, wenn ich am Steuer sitze. Und deshalb alles, was weniger gefährlich ist, als mit mir im Auto zu fahren, finde ich vertretbar. Der Pi ist allerdings relativ hoch. Ne? Aber nein, also bei mir würde ich sagen, also ich würde es als relativ unwahrscheinlich einschätzen. Ich würde sagen, der liegt bei mir vielleicht so bei 2-3%. Das ist eine sozusagen, es ist nicht vernachlässigbar in dem Sinne, dass man gar nicht drüber sprechen braucht. Es ist aber in dem Sinne unwahrscheinlich, dass wir nicht alle unsere Politikanstrengungen darauf konzentrieren müssen. Das ist ja das große Petitum, ja, von vielen, die gerade diesen Long-Termism leben. Das sind häufig Milliardäre, die wenig sonstige Probleme haben und sich deshalb damit beschäftigen, ob auch ihre Kinder irgendwann noch oder Enkelkinder und so nicht von KI ausgelöscht werden. Da würde ich sagen, ja, also, ne, man kann darüber nachdenken. Wie gesagt, es gibt auch gewisse Sachen, die wir jetzt schon vielleicht in Angriff nehmen müssen, aber wir sollten uns auf die Probleme konzentrieren, die ja ganz klar da sind, also Datenschutz, Diskriminierung, Toxizität, Transparenz, ja, Klimaschutz, denn am Ende, wenn der Planet zu heiß ist, um für uns drauf zu leben, ist auch wurscht, ob die KI uns auslöscht oder nicht. Es gibt ganz viele Fragen. Wie wäre es mit dir? Es gibt da einen Würfel oder auch da, Vorsicht. Hallo, mein Name ist Sophia. Vielen Dank erstmal für den inspirierenden Input. Das war schon mal sehr spannend. Ich habe eine Frage, weil du ja Rechtswissenschaftler bist, zum Thema Urheberrecht. Also die Daten, wem gehören die und wem gehört am Ende der Output, der uns dann ausgespuckt wird? Also gehört es den Unternehmen oder mir selbst, die den Input gegeben hat? Oder ja, wie sieht es aus? Wie viel Zeit hast du? Viel. Viel? Okay, gut. Also es ist eine komplexe Sache tatsächlich. Also wenn wir uns jetzt das mal urheberrechtlich anschauen, dann ist es so, dass sozusagen zwei große Felder, zwei große Fragestellungen gibt. Die erste ist, was ist mit den Trainingsdaten los? Ja, also den Daten, auf denen die KI trainiert wird, um dann Ergebnisse zu liefern. Die zweite Frage ist, was ist mit dem Output? Ja, das, was dann am Ende rauskommt. Trainingsdaten. Da ist es ja so, dass tatsächlich eine Reihe von Prozessen gerade laufen, auch in Kalifornien zum Beispiel, wo, wie heißt die, Silverman oder so, die Comedian, glaube OpenAI verklagt hat. Es wurde ja hier Stability, also die Bild-Generationsmaschine, die übrigens, von wem wurde es, wer hat es erfunden? Wer? Also München und Heidelberg.
Ja, richtig, der Björn Ommer, genau, ist nämlich am Lehrstuhl entstanden, genau, der früher in Heidelberg ist an der LMU. Genau, also es ist tatsächlich, wenn man so will, eine, made in Germany. Aber sieht man, also manches kommt doch aus der Forschung, aber leider nicht so viel. Die sind jetzt verklagt. Klage ist allerdings gegen Stability AI, also die Firma. Ja, die ist natürlich nicht gegen ihn persönlich gerichtet. Ja, ja, Logo. Genau, die ist natürlich gegen das Joint Venture, das sie gegründet haben. Danke, ja. Das wäre sonst auch schlecht, denn die geht ja auf mehrere, also Billion, also auf Deutsch Milliarden Euro. Das Problem ist jeweils, dass es natürlich sein kann, dass die Trainingsdaten urheberrechtlich geschütztes Material beinhaltet haben. Die Frage ist, darf man dann damit trainieren? Das hängt wieder davon ab, welches Land ich mir anschaue. In der EU gibt es jetzt eine neue Regelung, TDM-Schranke heißt die, Text- und Data-Mining-Schranke. Die sagt eigentlich, solange ich dazu legal Zugang habe als Trainierer und der Rechteinhaber oder die Rechteinhaberin nicht aktiv widersprochen hat, kann ich es nehmen, auch für kommerzielle Anwendungen. In den USA gibt es sowas nicht, so eine klare Regelung, sondern da ist es so, da gibt es so einen Tatbestand, der nennt sich Fair Use und typischerweise wird es da so sein, ich kann es eigentlich nutzen, das ist so meine Prognose, da gibt es noch ein paar Fälle, Warhol-Fall und so, falls es einen interessiert, ich kann es nutzen, solange ich das nicht verwende, um sozusagen das System gegen denjenigen zu richten, der mir das ermöglicht hat. Oder die also, Beispiel, wenn ich jetzt lauter Fotosysteme aus Stockfotos nehme und dann letztlich dieser Bildgenerator dazu führt, dass es zu Substitutionseffekten kommt, dass ich nämlich nicht mehr bei Getty Images kaufe, sondern einfach mir das Bild generieren lasse, mache ich auch für meine Vorlesungsslides jetzt immer, ja, sehr praktisch, dann bin ich tatsächlich in einem Bereich, der urheberrechtlich sehr problematisch ist. Und da könnte es durchaus auch sein, dass das ein richtiger Showstopper wird. Wie gesagt, wenn wir dann bei ein paar Milliarden oder sogar noch mehr Euro oder Dollar sind, das ist dann auch für sehr gut gefundete Unternehmen schnell mal halsbarriärisch. Das Problem in Europa ist übrigens, dass man häufig nicht weiß, ob die entsprechenden Leute widersprochen haben oder nicht. Es gibt nämlich keine Standardisierung dafür. Es gibt einen Fall eines Fotografen, der, glaube ich, in Hamburg anhängig ist, der gesagt hat, Moment mal, ihr habt meine Fotos genommen und es stand aber in den AGB, man darf die nicht für KI-Training nutzen. So, jetzt hat natürlich keiner die AGB gelesen. Vorher bei 20 Millionen Datenpunkten kann jede AGB lesen, aber andere Frage, wo soll es denn sonst hinschreiben? So, ja? Gut, also das ist ein bisschen problematisch, wird gerade dran gearbeitet. Und dann die nächste Frage, wie sieht es mit dem Output aus? Da ist momentan relativ einhellige Meinung, da gibt es erstmal kein Urheberrecht drauf, es sei denn, es hätte jemand, eine menschliche Person, ganz erheblich dazu beigetragen. Und zwar in dem Sinne, dass sozusagen das kreative Schaffenspotenzial dieses Menschen, bumm, dem Endprodukt seinen Stempel aufgedrückt hat, wie man so schön sagt. Und das ist halt häufig nicht so ganz der Fall. Wenn du jetzt 3, 4 Prompts da reinpackst, dann nicht unbedingt. Wenn die Prompts sehr clever sind, dann hast du vielleicht ein Urheberrecht an den Prompts. Ob du wirklich am Output eins hast, wäre ich sehr skeptisch. Könnte man aber bei manchen Systemen, haben wir einen Aufsatz drüber geschrieben, also kann man sich darüber unterhalten, wenn man dann ganz genau den Stil einstellt bei so Kunstwerken und sagt, rechts oben möchte ich das aussieht wie Picasso und links unten wie Rembrandt und außerdem soll es auch noch hübsch sein und grün und gelb und so weiter. Also wenn man das so ein bisschen sehr, sehr klar prognostiziert, dann könnte man dann ein Urheberrecht haben, sonst eher nicht, sagen bisher auch die Gerichte, zuletzt das District Court of the District of Columbia in USA. Dazu findet sich dann auch noch einiges in der von mir erwähnten Veröffentlichungsliste von Philipp, falls man das vertiefen möchte. So, es gibt noch ganz viele weitere Fragen. Mal hier in der ersten Reihe vielleicht, du mit dem Quotenpulli. Du kriegst den blauen Würfel. Steh doch bitte auf, sag, ja, wer du bist. Und hallo, mein Name ist Janis und meine Frage wäre, wie siehst du das Risiko, dadurch, dass zum Beispiel ChatGPT auch durch die Anfragen lernt, dass man zum Beispiel durch ein großes Botnetz da gezielt Fehlinformationen einschleust, indem man halt sagt, ich mache jetzt 100 Millionen Abfragen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe und dann spuckt ChatGPT aus, die Erde ist eine Scheibe. Wie groß ist das Risiko dafür und wie könnte man das theoretisch verhindern? Das ist eine sehr gute Frage, weil neue Forschung zeigt, dass die Performance von ChatGPT ganz erstaunlich schwankt. Und man weiß tatsächlich auch nicht, warum. Also man hat es getestet, wenn ich mich recht entsinne, mit Primfaktorzerlegung, so ein klassischer mathematischer Test, das ist relativ rechenintensiv, oder war eine, vielleicht, aber ich glaube, es war Primfaktorzerlegung. Und es ist relativ komplex das hat man gemacht ziemlich unmittelbar, nachdem ChatGPT released wurde.
und dann nochmal in unregelmäßigen Abständen so als Snapshot und der ist tatsächlich schlechter geworden. Oder es oszilliert so ein bisschen. Manchmal geht es hier hoch, manchmal geht es hier runter. Immer die gleiche Aufgabe, ganz unterschiedlich gelöst. Das ist strange. Und da weiß man momentan nicht so genau, was dahinter steckt. Eine Hypothese ist natürlich zu sagen, da haben viele Leute ziemlich viel Blödsinn eingegeben. Wobei man jetzt sagen würde, bei Primfaktorzerlegung, I don't know, wie viele Leute jetzt sich wirklich die Mühe machen, da sozusagen fehlerhafte Informationen einzuspeisen. Also eine Möglichkeit ist natürlich immer, und das ist ja auch was, was eigentlich die Unternehmen machen, dass du nicht einfach alles, was da reinkommt, für dein Trainingsdatenmaterial nimmst, sondern dass das sozusagen in moderierter, kuratierter Form geschieht. Ja. Reinforcement Learning with Human Feedback nennt man das. Also es wird schon menschliche Schleife dazwischen geschickt, die dann guckt, erstens ist das toxisch, zweitens ist das Unsinn, drittens ist das Fake News und so weiter. Man kann das auch komplett abschalten. Ja. Das System einfach immer, wenn man so will, die gleiche Performance, jedenfalls typischerweise. Bei den Systemen ist es jetzt spezifisch noch so, dass die eine probabilistische Komponente drin haben. Das heißt, die meisten traditionellen KI-Systeme sind so, du packst das gleiche Bild drauf und der gibt dir immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass du Hautkrebs hast. Bei denen habt ihr vielleicht schon gemerkt, bei ChatGPT kann ich auf Regenerate klicken, ja, oder regenerieren oder irgendwie sowas, dann kommt halt ein ganz anderer Text raus. Das ist, weil die einen Zufallsvektor drin haben und das Ganze sozusagen einmal durchwursteln. Und das macht es natürlich nochmal schwerer messbar, weil es einfach schon deshalb nicht das gleiche System ist, das sozusagen antwortet. Also, lange Antwort auf deine gute, kurze Frage. Ist nicht ganz klar, wir wissen auch nicht genau, wie die Unternehmen damit umgehen, weil Stichwort sozusagen Forschungsunternehmen durch Unternehmen, die sind halt nicht mehr open, so wie OpenAI es eigentlich suggeriert, sondern sogar sehr closed mittlerweile. Das ist sehr schade, da brauchen wir auch ganz klar mehr Transparenz. Verhindern kann man es halt, indem man es moderiert oder einfach abschaltet. Dann hat man natürlich andererseits das Problem, dass auf aktuelle Informationen nicht mehr zugegriffen werden kann, so wie Bing AI das zum Beispiel macht. Ja, also da kriegst du dann wirklich, oder Bard kriegst du dann wirklich Links auch zu neuen Sachen, während der Ereignishorizont, wie du willst, bei ChatGPT und GPT vorher typischerweise irgendwo im Jahr 2021 liegt. Danach sozusagen nicht mehr wirklich das berücksichtigt wurde. Durch die Anbindung ans Netz von Bing zum Beispiel wird allerdings sozusagen, wenn man das etwas weiter fasst, also die Angreifbarkeit eher größer, weil du dann sozusagen in den Seiten, die der Bot analysiert, bevor er die Antworten gibt, schadhaften Code verstecken kannst, den der Bot dann sozusagen als Prompt interpretiert. Und ich glaube, diese indirekte Prompt Injection, wie die SicherheitsforscherInnen das so nennen, ist auch ein Thema, das echt noch uns ganz schön auf die Füße fallen könnte. Ja. Also die Art, darüber nachzudenken, ist sehr wichtig. Weitere Fragen. Es werden wahrscheinlich nicht alle drankommen, aber gib doch das. Wir können auch ein bisschen sammeln. Oder? Einfach weiter neben dich. Ist auch in Ordnung. Steh doch bitte auf und sag, wie du bist. Ich bin der Ivo. Meine Frage ist zum Thema AI Act, die Definition von AI ist jetzt noch sehr breit und Sie haben gesagt, das wäre problematisch, aber ich habe auch schon mal geschrieben, das ist für mich gar nicht so problematisch im Thema Fairness, wenn ist mir egal, ob das eine simple Software ist oder eine KI, wenn das diskriminiert, dann diskriminiert das und sollte man da gesetzlich da was für Regeln. Wieso ist das problematisch? Ja, sehr gute Frage. Das könnte eine Frage in meiner Schwerpunktsbereichsprüfung oder sowas sein. Also es ist tatsächlich so, dass man ja sagen würde, Moment mal, so Transparenz, nicht toxische Inhalte, Fairness, wieso soll das denn für GE gelten? Ne? Der Witz ist, es gilt auch für alles mögliche andere, denn sowas wie Nichtdiskriminierung wurde ja nicht mit KI erfunden und Diskriminierung auch nicht, sondern es gibt sozusagen allgemeine Regeln und schon danach darf ich nicht diskriminieren, egal ob ich dafür ein Computerprogramm oder einen Hammer benutze. Ja. Das heißt, da haben wir sozusagen kein Problem dahingehend, dass es nicht anwendbar wäre, sondern der AI, was der eigentlich machen soll, ist ganz spezifische Risiken von KI spezifisch adressieren. Das sind eben solche Sachen wie Trainingsdaten. Trainingsdatenregime habe ich halt nur bei Machine Learning. Bei einfacher Software habe ich einfach keine Trainingsdaten. Andere Dinge, die dann relevant sein können,
sind Performance-Aspekte, die dann auch wieder mit spezifischen Metriken so nur bei Machine Learning bestehen. Bestimmte Transparenzprobleme, die treten vor allem bei komplexen Systemen wie Machine Learning auf. Also man könnte durchaus sagen, da wäre ich auch sehr offen für, dass man sagt, okay, man macht das in Software-Act und manche Sachen, die sind dann spezifisch für Machine Learning und andere gelten halt für Software allgemein, wobei man eben dazu sagen muss, das ganz, zum Beispiel Datenschutzrecht gilt natürlich auch für KI, ja? Das ist von der GDPR, ist von 2016, aber DSGVO, aber das ne, ist unabhängig davon. Also nochmal, wenn wir den AI-Act so verstehen wollen, dass er spezifische Risiken von KI adressiert, dann macht es eigentlich Sinn, auf KI zu beschränken. Wenn man ihn weiter fassen will, dann muss man ihn auch neu denken und neu stricken. Und dann hat man natürlich auch tatsächlich das Problem, dass für viele so einfache Software-Sachen die Compliance-Kosten viel zu hoch sind. Das wird sich dann einfach nicht mehr lohnen, ja? Weil du dann sehr, sehr stark... du musst dann ganze Teams einstellen, die das immer pflegen, die da alle möglichen Checks und so weiter machen. Das ist aber dann sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und da zerschießt du dir am Ende des Tages, wenn du Pech hast, sozusagen die kleinen Unternehmen, die wir eigentlich gerade haben wollen in Deutschland und Europa und hilfst letztlich den Großen, die das halt locker schultern können. Aber wir wollen ja nicht nur Google und Microsoft und so haben, auch wenn die natürlich auch gute Sachen machen. Aber das ist, muss man halt immer so ein bisschen in die Balance bringen. Ich gehe nochmal auf diese Seite und vielleicht mal ganz nach hinten. Da sehe ich allerdings schon gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, jemand hat ein kariertes Hemd an. Vielleicht erreicht auch dich eine Würfelbox und du stehst auf und sagst, okay, wer du bist. So. Test, Test. Ich denke gerade an den Film Her. Dieses, ich weiß nicht, würde ich mir was sagen. Und diese Software, dieses, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, das Betriebssystem. Ich wollte fragen, wie weit wir davon entfernt sind, so eine Technologie anzuwenden, weil wir doch prinzipiell alles gerade haben, um sowas herzustellen, um den Menschen im Alltag zu helfen, Text zu verstehen und ja. Sag doch noch ganz kurz für alle, die den nicht kennen, was ist die Grundprämisse von Her? Was ist Kompromisse? Die. Worum geht's bei Her? Es ist ein Typ, der... ein Operating System bekommt. Es ist ein System, was ein KI, ich habe nicht die Begriffe dafür, ich habe den Film geschaut, aber er verliebt sich in dieses System. Das System kann Empathie empfinden und auf seine Bedürfnisse eingehen, Emotionen verstehen und die bauen zusammen eine Bindung auf und dieses System begleitet diese Person über den Tag, erzählt ihnen Tipps, wie er in Interaktion mit anderen Menschen gehen kann. Und danke, danke. Es ging mir vor allem darum, er verliebt sich. Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Ja. Spannend. Also tatsächlich sind wir davon gar nicht so weit entfernt, glaube ich. Es kommen dann verschiedene Sachen zusammen. Ich war neulich in Paris bei Snap. Die kennt der eine oder andere vielleicht von euch als das Unternehmen, das Snapchat macht. Aber die machen auch ziemlich viel im Bereich AR, also Augmented Reality. Das ist natürlich nochmal ein anderes, sehr spannendes Thema. Da kannst du dann wirklich, kannst du halt so Brillen aufsetzen und so. Entweder kannst du irgendwelche lustigen Zombie-Spiele spielen, ist jetzt nicht so mein Ding, aber man kann halt auch sich da alle möglichen Informationen einblenden lassen. So ähnlich wie beim Heads-Up-Display beim Fahrzeug oder wie Kampfpiloten das ja schon immer haben und so. Oder auch Zivilpiloten. Und dadurch werden natürlich Informationen sehr viel schneller zugänglich gemacht. Ja, es gibt auch, also ich kenne jetzt Hörnig, es gibt ein Buch von Bijan Muini, Der Würfel, da wird das auch relativ plastisch beschrieben. Da übernimmt so ein System sogar die, die Herrschaft über Deutschland. Und das war, ich kenne Bijan auch ein bisschen, das war im 2020 oder so, kam das raus und da dachten alle so, ein bisschen wacked Science Fiction eigentlich. Heutzutage muss man sagen, ist tatsächlich gar nicht so weit ab der Realität, denn so persönliche Assistenten, das gibt es jetzt ja schon, das kann ich, also das kann, glaube ich, sehr schnell so eingestellt werden und da arbeiten auch Unternehmen dran, genau solche Sachen, so Tagesplanung und so, dazu optimieren, ist ja auch was, also ich finde das immer total nervig, ich habe immer keine Ahnung, wo bin ich jetzt gerade und was muss ich jetzt machen und so, fände ich eigentlich sehr gut, wenn mir da jemand mal einen Tipp gibt. Das ist also durchaus nicht unrealistisch. Gleichzeitig diese emotionale Bindung. Ja, das ist was, was natürlich, was tatsächlich problematisch sein kann. Und da haben wir auch gesehen, es gab einen Fall in Belgien, ziemlich dramatisch, wo ein Mann sich über längere Zeit, paar Wochen, mit einer ChatGPT-ähnlichen Software unterhalten hat und am Ende Selbstmord begangen hat.
aufgrund dieser Interaktion offenbar, also die hat die dazu offenbar beigetragen. Das wirft natürlich für einen Juristen sehr spannende Haftungsfragen auf. Das wirft auf der anderen Seite aber natürlich auch so in menschlicher Hinsicht die Frage auf, wollen wir sowas wirklich? Wie können wir sowas eingrenzen? Andererseits gibt es natürlich sehr viele Personen, Menschen, gerade Alte, ja, die dringendes Bedürfnis haben, mit Leuten, mit irgendwem sprechen zu können. Ja. Und da gibt es auch viele Anwendungen. Da die Linie zu finden, da muss man auch so ein bisschen irgendwie auf die Leute vertrauen, muss jeder halt irgendwie selber gucken, ob er sich jetzt in eine KI verliebt oder nicht, kann man am Ende des Tages auch nicht alles regulieren. Aber man muss wenigstens gucken, dass die Dinger so gebaut sind, dass sie möglichst die Leute nicht in den Selbstmord treiben, wenn die es dann doch eben nicht die große Liebe waren. Also eine ganz schnelle Frage können wir, glaube ich, noch machen. Wie wäre es mit dir? Weißes Shirt. Mikrofon bitte. Ich bin danach dann noch kurz müssen, hier. Also. Genau. Hi, ich bin Maria und ich habe eine Frage zu ChatGPT. Und zwar Stand 15. Mai dieses Jahr sind zwei Drittel aller Nutzer männlich, nur ein Drittel weiblich. Wie bekommen wir mehr Frauen dazu, ChatGPT zu nutzen? Weil das wird unsere Zukunft eindeutig beeinflussen und es wird vermutlich, oder schätze ich mal, zu einer Spaltung auch führen von der Gesellschaft. Wie können wir Frauen motivieren, es zu nutzen? Sehr guter Punkt. Also spannende Statistik, die kannte ich jetzt noch gar nicht, ehrlich gesagt. Tatsächlich erstaunlich. Ich möchte aber hinzufügen, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von Männern und Frauen, sondern ganz viele Diversitätskriterien, die wir berücksichtigen müssen. Ne? Also auch sowas wie Herkunft. Ja? Also ich möchte mal meinen, dass da auch eine sehr, also da gibt es glaube ich auch Studien zu, ganz klar, es sind hauptsächlich eben relativ gut gebildete, auch typischerweise weiße Personen, die es nutzen. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, da muss man eben AI-Literacy, Outreach, ja, die Barrieren runterfahren, gucken, dass es in der Schule da schon relativ früh Bildungsprogramme mit Zugang gibt und dass es frei verfügliche Versionen gibt, dass es nicht so ist, dass nur derjenige, der sich ein MacBook Pro leisten kann und das halt von seinen Eltern mit in die Schule hinterhergeworfen kriegt, am Ende die guten Systeme nutzen kann, sondern dass dann auch Schullizenzen zum Beispiel bereitgestellt sind, Unilizenzen, sodass alle daran teilhaben können. Und wir brauchen es halt ganz stark im Lehrplan. Ich versuche es bei uns an der Institution, bei uns an der Viadrina. An anderen Unis wird das auch gemacht, vielleicht nicht ganz so intensiv wie bei uns am Institut, aber wie gesagt, gerade auch, das muss in der Grundschule losgehen und dann sind halt Männer wie auch Frauen und alle Hautfarben mit dabei und da müssen auch alle mitziehen. Leider war das schon die letzte Frage an dich, Philipp, aus dem Publikum. Ich erlaube mir zum Schluss, weil es jetzt auch schon um große Gefühle ging, dich auch noch was Persönliches zum Thema KI zu fragen. Das haben wir so ähnlich auch Sam Altman im Interview gefragt. Bist du höflich, wenn du mit ChatGPT redest? Ich habe höflich angefangen, bin jetzt unhöflich, also unhöflich, aber sehr klar geworden, weil ich einfach tatsächlich dann doch gemerkt habe, ich habe die Zeit nicht und es interessiert das Ding auch nicht und es trägt zur Klarheit und Präzision bei. Man spart sozusagen emotionale Ressourcen, die man dann eher an die eigene Familie oder so abgeben kann. Da sind das Sie ist, glaube ich, die positive Wendung. Da sind Sie besser aufgehoben. Dankeschön. Das war's von Philipp Hacker. Ich verabschiede mich zuerst von allen ZuschauerInnen im Stream. Hier ist jetzt eine halbe Stunde Pause und dann begrüßt